ihr Lieben, hier sind wieder Katha, Sammy und Renate und ich habe den Glossybox Adventskalender hier. Eigentlich wollte ich ja gar nicht, da ich ja nicht mal die Glossybox abonniert habe, aber die liebe Irene von Irenes Boxenwelt und mehr hat mir angeboten, für mich einen mitzubestellen. Er hat dann leider eine Odyssee genommen, weil die Hausnummer, sie die Hausnummer falsch übertragen hatte, aber Ende gut, alles gut. Hier ist er. Den packen wir mal aus. Hm? Also dieses Jahr, ups, Entschuldigung, Mäuschen, habe ich dir das auf den Kopf gehauen? Ne? Ja, entschuldige. War aber sein. Ja, du hast recht. Das war blöd von mir. Ne? Hier sind also diesmal wieder große Schubladen drin. Ich mal sehen, wie wir die. Und die sind alle gemischt. Dann mache ich es am besten so, hm? Herr des Hauses, dass ich alle Schubladen rausnehme. Wie du möchtest. Ich weiß sonst nicht. Sonst suche ich mich ja verrückt, ne? So, jetzt stelle ich das große Teil mal runter. Der ist aber wieder schön. Ne? Da oben ist noch eine Schublade. Du sagst gar nichts. Und hier oben ist One, Nummer 1 als oberstes. So, ich stelle den mal runter und parke. Ist das schlimm, wenn wir die dann durcheinander öffnen? Oder soll ich immer suchen? Also mach One doch. Und Two sehe ich schon. Mach doch einfach durcheinander. Ne, durcheinander. Aber Nummer 1 habe ich hier schon gesehen. Das ist ein großes Kästchen, das nicht rausgehen will. Doch, ein wirklich großes, aber leicht. Leicht ist es. Und es steht drauf One. Und dieser wunderbare Marmoreffekt. Sehr, sehr schön. Sieht aus wie kostbarer italienischer Marmor. Schon mal Schnipselpapier drin und The Poor Professional. Ne, The Poor Professional. The Poor Professional. Jetzt habe ich es aber. Super Setter. Long Lasting Make-up Setting Spray. Ein Setting Spray. Dann packe ich das aber wieder da rein, oder? Dann kannst du mich noch mal überraschen, wenn der Advent dann endlich da ist. Einverstanden? Mir egal. Ja, des Hauses? Mir egal. Ich weiß, die überall. Nummer 2 habe ich auch schon gesehen. Number 2. Sieh, da habe ich. Ja, schimpf du, mein Schatz. Ja, was denn? Was hast du denn zu schimpfen? Hm? Deine Sammy. Was ist so Schlimmes? Ja, ehrlich. Also, bei Nummer 2 ist etwas von Pixie. Erkenne ich doch gleich. Glow Tonic, ein Tonic, 100 ml Tonic von Pixie. Jetzt wird es durcheinander, denn sonst wären wir verrückt. Ne? Ich nehme als nächstes die 20, denn sonst muss ich die alle immer durchsuchen. Ne? Was sagst du? Ja. Ja, das Haus ist einverstanden. Ne? Und hier ist drin, auch wie süß, ein Kettchen. Ein Kettchen mit einem kleinen Steinchen. Kannst du das sehen? Mit Verlängerungskettchen sehe ich hier hinten. Sieht sehr hübsch aus. Mag ich. Hm. Eingefangen? Ja. Gut. Ganz hübscher kleiner Stein. Ich weiß jetzt nicht, wie ich gesagt habe, wie die Nummer heißt, aber sie heißt 20. Und da da nichts drunter ist, kann ich das auch wieder reinstecken. Da ist aber was drunter, nämlich die 24. Das muss also bis zum Schluss bleiben. So, dann nehmen wir hier den 9, glaube ich. Ja, nein, 9. Und das ist Schnipselpapier und Nuvega Lash, ein Wimpernrevitalisierungsserum. Ich hoffe, ohne Hormone. Aber ich denke doch, da achten die heutzutage drauf. Ne? Und die Schnipselchen wieder rein. Ein paar Schnipselchen dürfen auch rausgucken, egal. Wieder wieder rein. Gut. Und dann nehme ich vielleicht jetzt schon die 18 raus. Ihr dürft euch die dann selber sortieren, so daheim. Ne? Wow, das ist aber eine tolle Farbe. Die habe ich noch gar nicht. Ein Essie-Nagellack. Ein super toller
türkisfarbener Essie-Nagellack. So, blaugrün, wie heißt der? Bastling Bazaar. Tolle Farbe. Heute habe ich den aus der Goodiebox drauf, der neue. Sehr schöner Lack. Zweimal drauf, weil bei einmal deckt der gar nicht. Aber er sieht sehr schön aus dafür. 18, das war 9. 18 nach da, 9 nach da. Und die 15 haben wir auch noch hier in dem Kästchen. 15. Ich habe extra noch keinen angeguckt, weil ich mich selber überraschen lassen wollte. Von Zoeva, ein Infinite Potential Mascara, Full Volume. Eine Mascara von Zoeva. Schick. Ich glaube, die 23 hat sie auch noch nicht. Nee, die habe ich beiseite gestellt, weil ich ja die 24 hier gesehen habe. Da habe ich gedacht, dass ich die beiden zum Schluss mache. Dachte ich so. Jetzt kommt die 5. Und was ist da drin? Ah, da kommt was. Was ist es? Sebastian, nee, Professional Sebastian Dark Oil with Jojoba and Argan. Ein Shampoo. Dann ist bestimmt auch irgendwo da drinnen der Conditioner. Richtig Shampoo. Angenehm. Mehr kann ich gar nicht sagen dazu. Kenne ich auch überhaupt gar nicht. Ganz neu für mich. Andersrum. So, dann kann man die Ziffer sehen. Dann habe ich hier die 12. Und da ist drin, oh wie niedlich, Trip for Two, Blush and Bronzer Duo. Moment, ich habe doch hier ein Messerchen, dann kann ich nämlich mal aufmachen. Das ist nämlich verblombt. Das hat einen kleinen Klebi. Boah, aber ein haltbarer Klebi, ne Sammy? Ich schau mal, ob es ein Spiegelchen hat. Es hat ein Spiegelchen. Aber ich habe ja hier ein Heftchen. Lass das Messer, Schatz. So, und da ist also Costa Rey und Bellini heißen die Farben. Bellini ist das Rot. Sammy, lass das Messerchen in Ruhe. Hallo, Snuggy. Sammy, du bist ein kleiner Nixnutz. Ja, Farben hat man sehen können, ne? Sehr schöne Farben. Das Messerchen ist weg, Schatz. Sei doch weg. Und noch? Möchtest du so ein Kistchen haben, Sammy? Hm? Das muss ich mal draußen lassen, weil da die 24. Oder ich nehme die 24 mal raus für nachher, ne? Wow, die 22 ist sehr schwer. Du sagst mir nachher, wenn ich nicht mehr weiß, wo ich die hingetan habe, dass die hier hinten liegt, ne? Dann kann ich nämlich die anderen jetzt einfach hier reinstecken. So, dann haben wir die 10. Tollen Schnipsel von Steve Laurent, das kenne ich doch. Champagner heißt die Farbe. Ich glaube, das ist auch wieder Lippenöl. Nee, es ist ein Lippenstift, ne? Könnte auch ruhig hier draufstehen. Dann steht es hier vielleicht. Ingredients, ja. Nee, steht nicht. Ein Lipgloss. Es ist ein Lipgloss. So ein Newton. Schön. Willst du gucken? Jetzt klingelt mein Handy. Kleinen Moment bitte. So, dann haben wir, das war eine liebe Freundin. Dann haben wir die Nummer 16. Und das ist, das sind nur noch Schnipse. Black Magic, ein Liquid Eyeliner. Der sieht aber sehr schick aus. Von, wie heißt die Firma noch? Na? 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 Irgendwas mit E. Fällt mir bestimmt gleich nicht ein. Okay, ich gucke im Heftchen. Wofür haben wir denn ein Heftchen dabei, ne? Nummer 16. 16, 15, 16. Ayeko! Jetzt haben wir es. Von Ayeko. Kostet 18,50 Euro. Was Gutes, ne? Hm, Sammy? So, der auch wieder rein. Dann haben wir die soweit alle, ne? Und ich hole, was
das nächste Kästchen. Ich stelle die mal runter. Ich weiß sonst nicht, wie ich das alles hier auf dem Tischchen ausbreiten soll. Wir haben noch 23 und 24 für später. Und jetzt nehmen wir erstmal die 7. Number 7. Und da ist drin Ampullen. Ja, Doctors Cosmeceutical Skincare Formula. Brighten up. Gegen Altersflecken. Ja, das passt doch. Toll, wie viele Ampullen sind da drin? Mit Parabenen? Ohne Parabene? Mit Parabenen, klar, damit würden die auch glatt Werbung machen. Ne? Wie viele Ampullen mögen drin sein? 7 mal 2 Milliliter. Also schon eine ordentliche Menge. Sehr schön. Dann haben wir hier die 13. Wo sind die 7? Da. Die 13. Daily Concepts, Daily Hammam Lifestyle Size. Das ist so ein Mikrofasertuch. Nee, es ist sogar hier so ein Scrub. Wie heißt das? So ein Peeling-Handschuh praktisch. Sehr schön. Ja, habe ich auch schon. Kann man aber ruhig mehrere brauchen. Die kann man ja immer wieder waschen und wieder verwenden. Das muss da hinein. Dann habe ich, Nummer 3 haben wir jetzt. Das ist ja schön. Nummer 3. Ich lasse mich dann im Advent nochmal überraschen von all dem, was hier so drin ist. Ach, wie süß. 5 in a Box Mini Eyeshadow Palette. Sehr süß. Von wem ist die? Vivid Burgundy Look heißt die. Cosnova heißt die Firma. Kenne ich nicht, aber sehr hübsch, ne? Ganz tolle Farben. Hätten, glaube ich, auch heute schon gepasst hier, ne? Hab heute auch ein bisschen Glitzer auf den Augen. Klack. Sammy. Du bist ein braver Junge, ne? Wenn du willst. Dann haben wir Nummer 8. Und das ist ein Stift. Von Real Her, I Am Strong. Die Finer Brow Pencil. Ich habe heute gerade einen Augenbrauenstift leer gemacht. Dass mir sowas mal gelingt, bin ganz erstaunt. Ich glaube, das ist sogar der gleiche. Das ist genau der, der mir heute leer gegangen ist. Ich war sehr erstaunt. An der einen Seite kann man den rausdrehen, hier den ganz hauchfeinen Stift. Und an der anderen Seite ist so ein Bürstchen, so ein Spoolie. Und ich war erstaunt, wie wenig hier drin ist. Wirklich, der war recht schnell aufgebraucht. Aber schön war er. Jetzt habe ich Ersatz demnächst. Sehr schön. Du denkst wahrscheinlich, was soll das, ne? Du brauchst sowas nicht, ne, Schatz? Ne. Und das ist von Skin & Co. Mit umbrischem Trüffel eine Handcreme. Ist bestimmt verplombt. Jo. Riecht aber ein bisschen nach Kokos. Vielleicht ist Kokos drin, ich weiß nicht. Aber ich liebe Handcreme. Brauche ich immer. Und die 4 hatten wir auch noch nicht, ne? Kleines Sammy. Ah, das ist ein Puder. Davon. Soul Clean. Soul Clean. Komisch geschrieben. Probiotics, ein loses Mineralpuder. Klasse. Sowas braucht man immer, ne? Hier wieder hier rein. Also hier in dem Heftchen stehen natürlich alle Preise. Ich weiß ja nicht, ob das für euch interessant ist. Sonst würde ich die auch noch einmal raussuchen. Aber eigentlich weiß ich nicht. Dann haben wir noch ein Kistchen und die 23 und 24. Nehmen wir jetzt erstmal die 6. Oh ja, die Nummer 6. Wieder große Schachtel. Und da ist drin von Dr. Barbour. Sehr schön. Collagen Booster Cream. Wir lieben Barbour. 20 Milliliter. 20 Milliliter Creme.
festigend und reshaping, wieder neu aufbauend. Wunderbar, ne? Babo hat wirklich tolle, wirksame Kosmetik. So, dann geht's weiter hier. Habe ich die 19 in der Ecke. Hm, Sammy. Wo ist der Sammy? Hm? Ach, Schatz, du erschreckst mich. Hm? Du hast dich erschreckt von mir, ne? Ja, ist doch gut, Schatz. Guck mal. Möchtest du so einen Schnipsel haben mal? Und die sind sogar lang. Ja. Dann haben wir von Avant oder Avant, weiß nicht, 8 Stunden. Das ist ganz was Teures hier. Hyaluron-Creme. 8 Stunden Antioxidant und ein Gesichtsserum ist es. Na, da gucke ich jetzt aber gleich mal. Was warst du für eine Nummer? 19. Das ist nämlich eine sehr teure Firma. 19. Hier. Da. Wie viel ist da drin? 30 Milliliter tatsächlich. 30 Milliliter, 104 Euro. Da sage ich nichts. So. Ja, aber schön, oder? Dass ich das jetzt dann habe. Und die 17. Wenn ich mal überlege, weil ich alles für 104 Euro kriege. Ja, ne? Dann haben wir eine feste Dusche von Lavera 2 in 1 für Haut und Haar. Ich nehme nie dasselbe für die Haare, was ich für die Haut nehme. Du auch nicht, ne? Nimmst du fast immer. Ja. Es riecht jedenfalls ganz toll. Spaß ist sensitiv. Mal testen, hm? Aber nicht für die Haare. An meine Haare kommt kein normales Duschgel. Auch nicht in fester Form. Dann haben wir die 14. Und die 14 hat einen Stift. Was bist du? Ein Pillow Sleep Spray. Deep Sleep Pillow Spray. Also ein Kissenspray und dann schläft man wunderbar. Da ist bestimmt Lavendel drin. Da ist immer Lavendel drin. Beruhigendes Lavendel. Schön. Ich habe Kissenspray meistens von Rituals. Ist auch sehr schön. So, dann kommt hier die 21, nee, die 22 zuerst. Hm, kleiner Sammy. Wenn das mal nicht ein Lippenstift ist, ne? Jawohl, ein antimatter Lippenstift. Antimatt. Ich weiß noch nicht von wem. Notfalls müssen wir mal nachsehen. Jetzt muss ich den Klebi aufkriegen. Das ist aber auch gut versiegelt. Nee, der geht nicht auf. Dann muss ich das Messer wieder nehmen, was ich in Sicherheit gebracht habe, damit der arme Kater sich nicht verletzt. Ne? Soll ich machen? Oh, ich hab's schon. Ja, hab's schon. Und dann ist es so ein bräunlicher Ton. Orangebräunlich, das ist blöd. Das steht mir nicht so gut. Mal sehen. Aber ich kenne das gar nicht, dieses Zeichen. Das ist Nummer 22. Ich schaue mal gerade nach, weil mir das gar nichts sagt, dieses Symbol. Ah, Elamasqua. Das kenne ich gar nicht als Lippenstift. Kostet 21 Euro? Nein. Es ist der für die 2 Gramm für 13 Euro. Antimatter Lippenstift. Gut, neugierig wie ich bin, werde ich den dann doch behalten. Auch wenn die Farbe nicht ganz meine ist. Interessant. In der Maske kannte ich nicht als Lippenstift. Aber warum nicht, ne? So, und dann haben wir hier noch die 21. Eine große Schachtel mit kleiner Tube. Von Elemis, auch was Teures. Anti-Aging, 30 Milliliter, eine Pro-Kollagen, ein Cleanser. Energizing Marine Cleanser. Elemis. Und das ist nochmal, was sagt nochmal? 21. 21.
Du schnarchst ja, kleiner Kater. Da, wie viel ist das? 30 Milliliter, ne? Die 30 Milliliter kosten 12,50 Euro. Geht ja, ne? Aber für einen Cleanser schon recht teuer, ne? Diese Halskette war übrigens sehr preiswert. Die kostet nur 7,99 Euro. Von Six Accessoires. Dann ist es kein echtes Gold. Vermutlich nicht. Du könntest recht haben. So, und dann haben wir nicht mal Silber. Ich habe die 2 hier anstatt der 23. Wie seltsam. Was habe ich denn mit der 23 gemacht? Habe ich die hier wieder reingestopft? Ja, ne? Das war ja mal wieder toll von mir. Die 23 hatte ich doch nicht gezeigt, oder? Nee. Die war jetzt in der untersten Ecke. Ich hole sie mal hoch. Warum habe ich denn die 2 behalten und die 23 nicht? Also 23. Mhm. Was bist du denn? Milk. Make-up. Milk-Make-up. Holographic Stick. Multi-Use. Illuminator. Instantly. Also verschmilzt jedenfalls mit der Haut. Und macht die Haut leuchtend. Und mal raus. Warum hat er denn ein eigenes Tütchen? Der sieht ja interessant aus, ne? Hat der 2 Seiten? Nee, der ist zum Schrauben. Der schnarcht. Kannst du einfach nachlesen. Das werde ich auch. Ich tue noch wieder hier rein. Ich weiß nicht, warum der ein eigenes Tütchen hat, aber du bist Nummer 23, ne? 23. Der kostet, ich denke, das sind 6 Gramm, ne? Ja. Der kostet 15,20 Euro. Ist von Milk Make-up. Holographic Stick. Holo Highlights. Dieser vegane Stick bringt Wangen, Lippen und Lider zum Leuchten. Kann geschichtet werden und funktioniert sogar auf dem Haar. Mit seltenem Meteoritenpulver. Perlmutterschimmer sowie feuchtigkeitsspendender Mangobutter. Kokos- und Avocadoöl. Meine Güte, was alles drin ist, ne? So, jetzt sage ich noch ganz flott. Das erste hier, das war ja dieses von Benefit Cosmetics, Pore Freshener Super Setter. Das Setting Spray kostet 16,50 Euro. Das Pixie Glow Tonic kostet, da waren 100 Milliliter, 11,70 Euro. Diese kleine Palette, 3,99 Euro. Dann das lose Puder, was wir hatten, von Soul Clean. 21 Euro für 7 Gramm. Wow, wow, wow. Dann hatten wir Dark Shampoo, Dark Conditioner. Hier steht drin 1 und 2. Ich meine aber, da wäre nur 1 drin gewesen. Gut, ich möchte mich nicht festlegen. Vielleicht habe ich das andere Fläschchen auch übersehen. Auf jeden Fall kostet das für die 50 Milliliter 6,20 Euro jeweils. Dann haben wir ja von Barbour. Den Kollagen Booster, die Creme. Die 20 Milliliter kosten 39,60 Euro. Und wir wissen, Barbour ist sehr teuer und sehr gut. Dann haben wir von Doctors Formula die Ampullen. Die kosten nur 68,50 Euro für die 7 Stück. Der Augenbrauenstift von Real Her, 13,50 Euro. Dann hatten wir das Wimpernserum. Das kostet 35,95 für 1 Milliliter. Das habe ich auch schon mal gehabt. Dann von Steve Laurent das Lipgloss in Farbe Champagne. 18 Euro. Dann hatten wir so ein kleines Tübchen von Skin & Co. Roma. Da gibt es entweder Citrus Amaro oder Umbrian Trifle Handcreme. 5 Euro. Dann hatten wir diese kleine Palette mit Rouge und Bronzer, Blush und Bronzer, 30 Euro. Wow. Dann haben wir dieses Hammam Scrub Tuch, das kostet 7,95 Euro.
This Works Deep Sleep Pillow Spray, das Schlafspray, kostet 6,99 € für 5 ml. Wir hatten von Zoeva die Mascara, die kostet 16 €. Blackmagic Liquid Eyeliner 18,50 €, die feste Dusche 3,99 €. Essie Nagellack, da kommt einer von 4, 8, 12, 16, 20 Stück. Ist eine gute Wahl, die ich hier drin habe. Kostet jedenfalls 7,95 € jeweils, aber sind tolle Farben dabei. Aber meine ist auch schön, die ausgefallenste würde ich mal meinen. Und dann hat man von Avon, habe ich schon gesagt, Kette habe ich gesagt, Elemis habe ich gesagt, Lippenstift habe ich auch gesagt und der Holographic Stick, wie gesagt, 15,20 €. Und jetzt kommt noch die Nummer 24. Und das ist, Überraschung, man sieht es ja schon an der Form, eine Palette. Ich liebe Palette. Hier hinten ist sie. Die Palette. Von Ciate, London, I Am Woman. Und die kostet 45,50 €. Früher habe ich ja gedacht, da ja so ein Akzent drauf ist, und es ist ein französisches Wort eigentlich. Es heißt Ciate, aber die nennen sich selber Ciate. Und wir werden es wissen, nicht? Wir werden wissen, wie sie heißen. I Am a Woman. What's your superpower? Ich bin eine Frau. Was ist deine Superkraft? Du bist Mann, ne? Genau. Deswegen habe ich keine. Und deine Superkraft ist Kater, ne? Ne, deine Superkraft ist Schnorcheln. Schnorcheln? Schnorchelst du, Sammy? Hm, Sammy? Hat er die Augen zu? Aber der schnarcht echt. Hört man das? Ja, ich höre es sehr. Der liegt ja da. Ich höre es ja auch. Ich weiß aber nicht, ob die Kamera das hört. Jetzt horcht er auch, ne? Warum horchen die alle? Ah, Frida Kahlo. Wo ist denn ein Bild von Frida Kahlo? Ach, hier sind nur tolle Frauen. Frida Kahlo, Sojourner Truth, kenne ich nicht. Joan of Arc. Jeanne d'Arc auch, ne? Emmeline Pankhurst, kenne ich nicht. Cleopatra, Ruth Bader Ginsburg und so weiter und so weiter. Ganz viele tolle Frauen. Marsha Johnson, Marie Curie, Emilia Earhart, die war doch Fliegerin, ne? Flugzeugführerin. To all the amazing women, we see you, we hear you and we celebrate you. An all die faszinierenden Frauen, wir sehen dich, wir hören dich und wir feiern dich. Steht hier 24 verschiedene Eyeshadows. Oh, schön. Schön. Und Sternchen überall. Und hier, hier sind die ganzen Namen. Diese Fännchen, die Farben, haben die Namen der tollen Frauen. Renate ist nicht dabei, ne? Schön. Du bist der Karton. Ich bin nicht der Karton. Oh. Wieso soll ich ein Karton sein? Ja, du bist der Karton. Was ist das denn für ein Kompliment? Ja, der Karton, du bist der hat Karton. Deinen Namen. Du bist der Karton. Das habe ich noch nie gehört. Ich bin der Karton. Dankeschön für dieses tolle Kompliment. Ich weiß nicht, was du dir dabei gedacht hast, aber es ist sehr zweifelhaft, wirklich. Ruth Bader Ginsburg. Bessie Coleman. Hier Marie Curie ist eine sehr schöne Farbe. Marsha Johnson. Hattie McDaniel. Ist das eine Farbe hier? Wow. Auf jeden Fall alle irgendwie von Nude bis Pink. Pink und Bordeaux, also richtig tolle Farben. Möchtest du gucken, Schatz? Hm? Joan of Arc. Jeanne d'Arc. Tolle Farben. Eine sehr, sehr. Ich hatte noch nie eine Palette von dieser Marke. Sehr schön. Ciate. Also, ich finde, es ist ein ganz toller, toller Kalender. Er kostet, glaube ich, für Nicht-Abonnenten 99,90 € und für Abonnenten, glaube ich, 85 €. Ich weiß ja nicht, ob es den noch gibt. Und ich danke nochmal der lieben Irene, die mir geholfen hat, dass ich ihn jetzt bekommen habe. Ich danke nicht. Warum nicht? Das viele Geld, ne?
Genau. Ja, ja, das viele Geld, das ist immer. Man muss sich dann entscheiden, ne? Geld oder schöne Sachen. Und dann lieber Geld. Und wer hat mich letzte Woche gezwungen, mir den, den Kalender da zu kaufen? Hm? Habe ich nicht. Hast du wohl? Habe ich nicht. Hast du wohl? Nein, habe ich nicht. Hast du wohl? Ich habe nur gesagt, wenn du ihn bestellen willst, dann bestell ihn. Du hast gesagt, wenn du den jetzt nicht bestellst, dann bestell ich dir den. Ja, weil du mich verrückt gemacht hast mit dem Kalender. Das ist überhaupt nicht wahr. Ich habe gesagt, nichts ist. Nein, nein. Ja, also, ja, eben. Du hast gesagt, nein, der ist zu teuer, will ich nicht. Ja. Nee. Aber ich würde ihn gerne haben. Habe ich nicht gesagt. Hast du wohl gesagt. Habe ich nicht gesagt. Hast du wohl gesagt. Ich schwöre, habe ich nicht. Doch. Habe ich nicht. Jedenfalls, ich sag's, man musste dafür die Pinkbox abonnieren, die ich sowieso meistens sehr schön finde. Und kriegt dann den Kalender von X-Letter kostenlos dazu. Ja. Und ich hatte das gesehen bei Instagram. Ich gehe zu Instagram, da zeigen die gerade das. Und dann habe ich gesagt, nein. Und bin rausgegangen. Was, was, sagte er. Ich sage, nee, will ich nicht. Oh, bestell das, sonst bestell ich das. Ja. Dann habe ich gezwungenermaßen bestellt. Ja, ja. Ja, so war es. Ich konnte die Rauchwolke über deinem Kopf sehen. Ich möchte ihn haben, ich möchte ihn haben. Naja, ich habe mich dann ein bisschen gewehrt und dann habe ich mich in mein Schicksal ergeben. Und dann hast du schnell bestellt. Und dann habe ich es bestellt. Denn sonst hättest du es ja bestellt. Du hast es mir angedroht. Muss ich gleich nochmal schön einpacken. Damit ich überrascht bin am 24.12. Denn das wird irgendwie ein ganz blödes Weihnachten. Erstens sowieso wegen Corona. Ich glaube, das geht allen so. Und dann ist erste Weihnachten ohne Mama und Familie kann auch nicht wirklich zusammenkommen wegen Corona, ne? Also schon ziemlich blöd. Und dann machen wir zwei es uns mit den Tierchen gemütlich, ne? Ne, Sammy? Wenn du mich jetzt hackst. Wenn du mich jetzt hackst. Ja, machen wir, ne? Mit einer schönen Palette, dann bemale ich mich. Oder wenn du willst, kannst du mich bemalen zum Feiertag. Ja, aber lass das dir, dich zu bemalen. Okay, ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich schicke euch ganz viel Liebe und danke euch für alles. Bis demnächst. Tschüss.